What's up, Bitches? Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Schwarz. Ja, Theo hat hier gespeichert. Wir sollen jetzt hier weitermachen. Keine Ahnung, was es hier alles gibt. Ich gucke jetzt mal, was wir für Pokémon drin haben. Ja, warum haben wir Affenfress drin? Ist das wegen den TMs? Ja, das ist... Alter, der kann 4 VMs, Alter. What the fuck? Das ist ja awesome. Die Pokémon sind wundersame Kreaturen. Der Kampf ist keine schlechte Methode, um sie zu studieren. Ja, ich studiere. Ich studiere Fossilologie. Was studierst denn du denn so? Forscher Charlie. Ja, dieses Mal ein bisschen chaotisch, diese Folge. Ich, zumindest glaube ich das. Weil, ich weiß nicht, wann, das... Also, ich habe was bestellt. Also, mein Bruder wollte was bestellen und ich sollte auch was mitnehmen, damit wir auf den Mindestbestellwert kommen. Und, ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, wann die klingeln, deswegen... Ja. Aber so oder so macht mein Bruder dann wahrscheinlich auf oder irgendjemand anderes. Ist ja auch erstmal egal. Was soll ich jetzt gegen den machen? Ach, ich habe ja hier Knirscher drauf auf den. Das benutzen wir jetzt einfach mal. Zack. X-Angriff. Ja gut, mach das. Ist mir egal. Knirscher in deine Fresse, du Bitch. Hier, Bams. Ah, ich habe eh nicht viel bestellt, also von dem her, mich juckt das jetzt nicht so krass. Weil ich nur 12er Nuggets bestellt. So, Hypno. Komm, ich hypnotisiere dich, du kleiner Loser. Zack. Tschüss. Aber ich glaube, Hypno dürfte man nicht mal one-hitten, glaube ich. Hypno hat richtig kranke Stats. Ja, der hat komplett kranke Stats. Aber doch. Wahrscheinlich knapp, aber ich glaube wahrscheinlich knapp. Das Ding ist, mit Zitteraal fickst du die richtig weg. Das ist mega nice einfach nur. Somnivora ist, glaube ich, auch so ein Psycho. Und der ist... Tschüss. Ich habe keine Ahnung von Sehnseinwerten, deswegen... Hauen wir ihn erstmal in die Fresse. Ja, der ist krass. Der ist krass. Der ist viel, viel krasser als alle anderen. Der ist komplett krass. Das ist einfach unfassbar, wie krank der ist. Der alte Butterriegel. Also Forscher Charlie, ich wüsste wirklich gern, warum ich verloren habe. Ja, warum wohl? Du hast nur einen Typ, du Idiot. Hä, was? Hä? Ich will hinter die Geheimnisse der geheimnisvollen Kräfte der Psychotrainer kommen. Warum sind die von uns abgehauen die ganze Zeit? Was ist mit dir falsch? Hast du Angst oder was? Warum haut die denn ab, Chun-Lu? Okay, das ist eine Anspielung wahrscheinlich auf Street Fighter. Oder? Ist das eine Anspielung? Jungs, Jungs. Ja, die benutzen ja auch immer X-Tempos oder sowas, ne? Was einfach... Ja, es ist gut, aber irgendwie auch nicht, weil das one-hittet die eigentlich. Also, das bringt denen überhaupt nichts. Da sollen sie doch lieber eine Attacke machen. Parasek, ja gut. Ach, wir haben jetzt... Okay, warum? Warum hat er jetzt das Feuer-Pokémon weggetan? Was machen wir jetzt am besten gegen dich? Ja gut, müssen wir jetzt wo rein einwechseln, einfach mit seiner geballten Kraft jetzt einfach den ausnocken. Ich weiß nicht, ob er halt die VMs gebraucht hat, deswegen ist das natürlich problematisch. Deswegen kann ich denn jetzt auch keinen Vorwurf machen, also dem Theo. In dem Endeffekt. Ja. Oh nee, paralysiert. Und es war noch nicht mal ein One-Hit. Also ich kann ja nicht mal einen Vorwurf machen, weil der könnte halt die ganzen VMs gebraucht haben und... Ja, wen soll er denn... Soll er irgendeine Scheiße... Soll er irgendwas von diesen Leuten verlernen oder was? Die halt richtig geile Attacken drauf haben. Das macht ja auch keinen Sinn, ja. Somnivora, da wissen wir ja, was wir einwechseln. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Zitteraal, der kann uns richtig helfen. Das ist sehr schön. Mit dem Knirscher machen wir das. Machen wir das ganz easy, Jungs. Oder Damen und Herren. Na? Knirscher in deine Fresse, Bitch. Please. Halt doch deine Fresse. Das Ding ist halt, das ist kein One-Hit. Das ist echt schade, Mann. Das ist echt schade, Marmelade.
Oh, hier kriegst du nochmal einen Knirscher ins Maul. Oder beziehungsweise in die Fresse. Dann hältst du auch mal deine Schnauze. Dabei folgt meine Kampfstrategie doch allen Gesetzen der Logik. Ja, das sieht man. Deswegen haust du doch ab. Weil du ja so von dir überzeugt bist. Gut, also, warum? Warum gehen die da außen rum? Das ist auch so eine Muschi. An diesem Punkt sammeln sich astrale Energien. Hier werden deine verborgenen Kräfte geweckt. Okay, schön für dich. Lass uns kämpfen. Aber warum haben die alle so viele Pokémon, ey? Und schon wieder haben wir nichts gegen Tunnel. Wir haben nichts gegen Tunnel. Das Ding ist, das ist ein Stahl-Pokémon. Ja, wir brauchen das Feuer-Pokémon einfach jetzt gerade wirklich. Einfach ziemlich sehr. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo noch in der Nähe ein Pokémon-Center ist. Dann hätte das Sinn gemacht, irgendwie zurückzugehen und, ihr wisst schon, was zu holen, also unser Pokémon auszuwechseln, unser VM-Typen da, der seine ganzen VMs da hat. Und dann, ja. Ich weiß gar nicht mal, ob wir überhaupt Funkensprung bei dem einsetzen können. Das Ding ist, er ist nur Stahl. Kein Boden. Es ist kein Boden-Pokémon, das ist ein Stahl-Pokémon, glaube ich. Und es macht relativ viel Damage. Das hat ihn auf jeden Fall gewonnen-hittet. Tschüss. Was heißt hier gewonnen-hittet? Getu-hittet. Megalon. Ach du heilige Mutter Maria. Okay. Das ist, glaube ich, aber auch ein Stahl-Pokémon. Da bin ich mir ab. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Stahl-Pokémon ist oder irgendwas. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Was das für ein Typ ist. Keine Ahnung. Wirklich, habe ich echt keine Ahnung. Das Cytomega habe ich auch noch nie gehört. Ganz ehrlich. Okay, Servus. Bist du ein Wasser-Pokémon? Geil, wir haben ihn paralysiert, Jungs. Nice, Wunderraum. Ach, Spezialverteidigung und Verteidigung wird getauscht. Ich hoffe mal, dass du eine schlechtere Verteidigung als Spezialverteidigung hast. Dann bist du nämlich tot. Oh mein Gott. Wieso hat er noch so wenig Leben, ey? Wie viel Glück kann man denn bitte haben? Und ich glaube, das war eh ein Psycho-Pokémon. Das heißt, wir hätten auch einfach Knirscher einsetzen können. Ja, ich habe daran nicht gedacht, meine Damen und Herren. Es tut mir leid. Daran habe ich echt nicht gedacht. Haben mich denn alle astralen Kräfte verlassen? Ja, scheinbar. Mann, ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Im Namen der Traumforschung werde ich jetzt deine Träume analysieren. Okay, schön für dich. Gut, sie hat wenigstens mal zwei Pokémon. Das ist mal super. Na, das ist super. Aber wir haben nichts gegen normale Pokémon, wie immer. Wir haben eigentlich gegen Hälfte der Typen nichts. Ja, es ist auch ein bisschen schlecht natürlich dann, ne? Aber das Ding ist, wir hatten aber relativ viel gegen die Top 4. Das hat echt geholfen. Also unser Team hat echt die Top 4 komplett outplayed. Ja? Somnivora. So, das, wir wissen, was das ist. Da können wir natürlich Knirsche einsetzen. Bam. Und das Titteral kann sich hier schön erstmal leveln, ne? Das ist einfach super für ihn. Ich weiß auch nicht, welches andere Pokémon irgendwie ansatzweise irgendwie so viel machen kann wie Zitteraal. Mit seinen Attacken. War nicht Käfer sogar gegen Stahl effektiv? Ich weiß das nicht. Oh nein, diese Niederlage wird mich noch bis in meine Träume verfolgen. Ja, schön für dich. Ach du Scheiße. Aber wir haben hier schon mal einen Krummlöffel gefunden, was auch immer das ist. Was ist ein Krummlöffel, bitte? Ein Item zum Tragen. Ein Löffel voller Teddy. Okay, der macht Psychoattacken. Verstärkt er? Hallo? Nanu, nanu, nanu. Wer bist denn du? Du bist ein Vollhonk. Darf ich das mal so sagen?
Und sehr schön, dass du einen Starmie einsetzt. Alter, nice. Besser könntest du nicht in unserer Arme spielen. So, ich hoffe, das ist ein Vonit. Ich weiß nicht, wie viel Funkensprung eigentlich Damage macht. Ich glaube, das hat 80 Stärke oder so oder 90. Ist ein Vonit. Das ist wundervoll. So, wohin genau? Das ist ein Psycho-Pokémon, da haben wir ja Knirsch dagegen. Deswegen easy. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Wasser-Pokémon ist. Aber Psycho weiß ich auf jeden Fall. Wohin genau? Komm her, in deine Schnauze, Alter, in die Schnauze, du kleines Viech, du. Hier, Alter, hau ab. Hau ab, du wirst es bereuen, Alter. Die Psychkräfte des Teams übersteigen selbst meine. Ist halt so, Bro. Wir können auch mal eine telekinetische Gedankenschlacht machen. Meine Bockers. Jetzt hau doch nicht ab. Was ist das für Muschis? Ich bringe meine Tage von früh bis spät, ohne zu schlafen, mit der Forschung zu. Deshalb frage ich mich, ob ich nicht eingenickt bin und das nur ein Traum ist. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Traum ist. Ich hoffe, yes. Da kann ich nämlich raus aus diesem Bullshit hier. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, nur noch zweimal Knirscher, ne? Ja, das ist ein großartiges... Was für großartig? Das ist ein großes Problem. Weil wir können jetzt nur einen davon ficken. Und den Rest können wir jetzt nicht bumsen. Ich weiß nicht, ob er noch ein Psycho-Pokémon hat. Müssen wir jetzt mal gucken. AP können wir nicht auffüllen, oder? Oder haben wir den Top-Eva? Was ist ein Damm hier, Plex? Ich habe keine Ahnung. Ich wechsle mal Laubhaufen ein. Den haben wir ja auch lange noch mal gesehen jetzt hier. Zumindest in der Folge noch nicht. Ah, das war sogar dieser Hirsch. Das war ein Boden-Pokémon, beziehungsweise Gestein. Nee, ich glaube, es war sogar ein Normal-Pokémon. Ich bin mir nicht sicher. So, guck mal, Fauna-Statue machen wir einfach mal. Wenn das effektiv ist, dann ist er tot. Und selbst wenn nicht, ist er okay, leider nicht tot. So, tschüss. Gigasauger, gib mir erstmal deine HP. Beziehungsweise dein Leben. Ich verdaue es gerne. Du mich auch ist Level 69. Aber das widerspricht doch jeder Logik. Ist das auch wirklich kein Traum? Was ist denn da? Was widerspricht denn der Logik, mein Freund? Dabei hatte ich deine Schritte vorausgesehen und wollte dir ausweichen. Ja, ich weiß, dass du ausweichen wolltest. Bist du so eine Muschi oder was? Komm, lass jetzt hier kämpfen. Psycho Selina, komm her. Was hat die eingewechselt? So Natu. Alter, wie geil. Ich mag Natu. Ich finde auch Xatu geil. Das Ding ist, es ist mega nice, weil die auch weil die Flug-Pokémon sind. Ja, also Natu und Xatu. Da können wir nämlich auch schön. Alter, wie viel will er noch steigern? Da können wir schön hier Donnerattacken benutzen gegen den. Mega nice. Zitteral ist immer noch am Leben mit 11 HP. Banett, das ist, glaube ich, ein normales Geister-Pokémon. Ja, ja. Das Ding ist, wir können jetzt ihn auf jeden Fall noch so viel Damage machen wie möglich. Zitteral würde so oder so noch sterben. Würde so oder so sterben. Wenn jetzt eine Attacke gegen den. Wenn er jetzt eine Attacke auslöst, außer er kann jetzt nicht angreifen. Er macht Itemsperre von mir aus. Ich kann keine Items mehr einsetzen. Es ist mir sowas von egal. Es ist paralysiert, es kann nicht angreifen. Das ist sehr gut. Damit ist das tot. Mit 11 HP bumse ich denn noch. Why so easy, man? Aber das war echt Glück, dass er paralysiert wurde. Xatu auch noch. Mega nice, Alter. Den bumst man jetzt Vonit. Sobald wir als erstes angreifen dürfen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Überlebt man das noch? Leider nicht. Aber Zitteral, du hast sehr, sehr viel gemacht. Ja, das muss man zugeben. So, das Ding ist jetzt... Was benutzt man gegen den Typen? Was zum Fick benutzt man gegen diesen Typen? Ach ja, Zerschneider hat er immer noch drauf. Na gut, wir müssen ihn auf jeden Fall Matschbombe beibringen.
wieder. Weil Zerschneider hat Mistkäfer ja. Ich weiß auch gar nicht, wie man eine VM verlernen kann. Das muss man mal gleich nachgucken, wie das ging. So, Level 68. Also, man muss ja... Ah, obwohl ich vorausgesehen habe, was du denkst, habe ich verloren. Wir müssen ja zum VM-Verlerner, beziehungsweise Attackenverlerner und... Ja. Ich habe jetzt hoffentlich jeden hier besiegt, oder? Jetzt haut doch nicht ab, ihr Muschis. Alter. Halt die Schnauze. So. Okay, hier geht's auf jeden Fall nach oben. Ah, hier ist einer der sieben alten Weisen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Folge jetzt schon geht. Ich glaube... Ja, wobei, wir schaffen den Safe noch. Okay, Rainer geht als erstes rein, von mir aus. Alter, was rempelst du mich an? Buh! Na, erschrocken! Trainer, der du unser Schloss vollkommen zerstört hast! Mich hast du jedenfalls erschreckt! Wer erschrickt, wird für eine Weile aus der Bahn geworfen, egal ob Mensch oder Pokémon. Und dann ist man nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Seht ihr, hätte ich jetzt beim, vor dem Weisen pausiert. Wäre jetzt, hätte es hier nicht geklopft, weil jetzt die Bestellung kam. Habe ich euch ja schon gesagt davor. Ja, es wäre nicht gekommen, ja? Was ein Zufall. Naja, wir schaffen auf jeden Fall die sieben Weisen noch. Wir wollten die Leute überraschen, indem wir unser Schloss erscheinen lassen und ihnen das legendäre Pokémon zeigen. Dadurch wollten wir ihnen die ganze Macht von Team Plasma vor Augen führen und eine neue, fantastische Welt zeigen. Das sollte sie tief im Herzen berühren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber nachdem ich deine Stärke und die der Arena-Leiter gesehen habe, frage ich mich, ob unser Plan wohl Erfolg gehabt hätte. Braucht man genau diese Stärke, um die Pokémon auf die nächste Stufe zu heben? Hm, tut mir leid, falls ich dich mit meinem Geschwätz langweile. Ja, das will ich dir geben. Ach, es gibt keinen Fight jetzt, oder was? Wir kriegen jetzt Schwerttanz. Der Traum von Endo ist ihn zunichte gemacht. Vergiss das niemals. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt alles über Team Plasma erzählen, was du weißt. Der Traum dunst, den das Omnivore absondert. Dadurch bescherte Träume sind nichts weiter als Schäume. Die Träume, die man aus eigener Kraft in die Tat umsetzt, werden schließlich wahr. Danke. Also Joker, ich muss dir etwas sagen. Ein Augenzeuge soll jemanden, der wie N aussieht, weit weg von hier mit einem Drachen-Pokémon gesehen haben. Ich werde dem Wahrheitsgehalt dieses Berichtes mal auf den Grund gehen. Also, man sieht sich. Okay, Jungs. Ich nehme jetzt aber auf jeden Fall dieses Item hier mit. Beleber, nice, meine Damen und Herren. Sonst ist hier nichts. Was ist das hier? Na gut, aber jetzt können wir den Part auf jeden Fall beenden, meine Damen und Herren. Da soll Theo weitermachen. Sage ich ihn dann auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt Hunger, beziehungsweise ein bisschen Hunger noch. Und ich werde meine 12er Nuggets essen, mit Süßsauersoße. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.